Hey, hilf mir mal. Los. Okay. Wieder ein schönes Gebiet hier. Mensch, das ist ja der Hammer. Willkommen im Schlafraum, Heiliger Desmos. Mutmaßliche Ruhestätte eines gewissen Henry Avery. Suchen wir das Grab. Hey Nathan, sieh mal. Wieso hat er geballert? Zwei Entermesser. Wie bei der Schriftrolle vom Kreuz. Aber die Daten stimmen nicht. Gut. Eins hätten wir. Bleibt noch so viel zu tun. Okay, was kann man hier noch machen? Henrys Grab. Totenkopf. Die Schwerter. Dann einmal die Daten. Lauter so Sachen noch. Okay, wir müssen wohl ein kleines Rätsel machen. Okay, gekreuzte Entermesser, Piratensymbol und die Daten 1659 bis 1699. Wir brauchen einen Grabstein mit allen drei, dann haben wir es. Dann entweihen wir allen drei, oder wie? Allen zusammen? Hier haben wir den Totenkopf, hätten wir, aber wir haben falsche Daten. Hey, sieh mal hier. Tempus edax rerum. Die gefräßige Zeit. Mann, echt gut drauf, die Leute hier. Okay, wie viel dürfen wir absuchen? Hier fehlen zum Beispiel Schwerter. Nein, das ist nicht das Grab, das wir suchen. Bei dem fehlt das Piratensymbol. Okay, hier fehlt überall immer ein bisschen was. Wie viel dürfen wir da jetzt durchsuchen? Natürlich so eine Frage. Ach, Mist. Sind ein paar viele. Keine Schwerter. Das ist es nicht. Ja, und die Daten passen auch nicht. Wieso kann ich manche untersuchen und andere wieder nicht? Deshalb klicke ich auch immer, auch wenn es jetzt nicht ganz passt. Frage ich mich immer so ein bisschen, wieso ich die untersuchen kann. Auch falsch, oder? Das Datum ist korrekt, aber die Schwerter verkehrt herum. Verkehrt herum? Dürfen wir auch noch nach dem gehen, dass die Schwerter richtig sind? So, hier sieht es auch eher schlecht aus. Da vorne. Ja, die sind ja auch wieder falsch rum. Falsche Daten. Nein, falsches Datum und die Schwerter passen nicht. Okay, ich muss jetzt natürlich schauen, weil ich jetzt hier ein bisschen rumlaufe. Nicht, dass ich irgendwo doppelt schaue. So, Schwerter, Piratenzeichen, Daten. Ich sehe gar keine Daten. Ja, die Schwerter passen. Das ja auch. Sam, komm her. Hast du's? Da, Benjamin Bridgman. Das ist Averys Deckname. Aber irgendwas an dem Schädel stimmt nicht. Als gehört er nicht zu dem Stein. Naja, seltsam ist, dass das nicht Averys Siegel ist. Hm, ja, der Schädel schaut nämlich nicht zur Seite. Was ist das? Bist du bereit? Ich bin schon lange bereit. Okay, dann mal ab nach unten. Mal sehen, was wir hier haben. So, Taschenlampe haben wir auch. So, kommt er hinterher oder hat er Schiss? Ja, er kommt hinterher. Das ist eine Gruft. Eine Gruft hinter einer Geheimtür?
Die Geheimtür wurde bestimmt später eingebaut. Als Beuteversteck. Tja, Daumen drücken. So, was haben wir denn hier? Das hat ein alter Mönch geschrieben. Okay. Notiz nehmen. Gibt sogar eine kleine Trophäe. Aber irgendwie lesen konnten wir es, glaube ich, nicht. So, hier drüben. Ne, sah aus, als hätte was gefunkelt. Irgendwie so ein Kelch oder so, aber war doch nicht der Fall. Komischerweise habe ich schon länger keine Explosionen mehr gehört. Ich meine, hier unten hört man sie wohl eh nicht so gut, aber schon seltsam. Nicht, dass sie uns jetzt in den Rücken fallen. Oh, der Nebel hier. Sieht ganz schön cool aus. Okay, hier haben wir ein bisschen größeren Raum. Hier hinten können wir irgendwas schauen. So, ein kleiner Schatz. Irgendeine Münze. Schottischer Halfpenny. Wenn ich das so richtig ausgesprochen habe, das Halfpenny, weiß ich nicht. Da sind sie ja alle. Das sind drei Stück. Haben wir nicht nur zwei, oder? Jesus, dies machst zur Linken. Reumütiger Dieb. Ist das zur Rechten? Böser Dieb. Avery hatte eine Vorliebe für den heiligen Dismas, hm? Tja, Avery hielt sich für einen guten Dieb, oder? Er hat nur nicht-britische Ungläubige ausgeraubt und ermordet. Das ging damals wohl als gut durch. Gut genug. Okay, was bei dem machen können wir nicht. Bei dem bösen Dieb wohl auch nicht. Dann schauen wir mal hier nach hinten. Eine Art Lampe. Hey, Smokey. Ich brauch mal dein Feuerzeug. Hey, du verletzt meine Gefühle. Ach, nicht so sehr wie du deine Lunge. Danke, Vater Duffy. Das ist doch mal was. Das Licht kommt von der anderen Seite der Mauer. Okay, und was können wir hier machen? Alter, voll die Lasershow hier. So, wir sind nochmal. Momentchen, einmal zurück. Da ist etwas am Fuß der Statuen. Okay. Ah, und ich denke es mal, ich kann das jetzt hier drehen und dann muss ich mit den Lichtstrahlen wohl auf die blauen Punkte kommen von der Türe. Deshalb schauen wir mal ein bisschen, wir fangen einfach an, mal ein bisschen rumzudrehen. Doch mal sehen. So. Ah, ich kann die Lichter ausrichten. Oh, das gefällt mir. Hey, na bitte. So, aber irgendwie passt das hier nicht. Das heißt, wir haben hier wohl die falschen. Hier irgendwie auch nicht so ganz. Die sind auch zu weit auseinander. Die sind alle so mega weit auseinander. Mit welchen kann ich das denn machen? Vielleicht die zwei hier unten? Ah, Moment. Aber jetzt komme ich auf den. Ah, doch. Es sind beide. Lichter zusammen auf einen Stern ausrichten. Ja. Genau, so müsste es doch passen. So, jetzt die da. Oh, die sind ja mega weit auseinander. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Die ein, zwei leuchten ja, aber wie mache ich das mit denen? Irgendwie so, ja, in der Breite kann ich nichts ändern. Ich finde es so komisch, weil die so weit auseinander sind. Habe ich vielleicht das erste schon falsch gemacht? Schauen wir mal bei dem hier rein. Die sind ein bisschen kleiner. Der eine leuchtet schon. Moment. So sieht es ja ganz gut aus. Aber irgendwie
Vor allem, weil der obere auch nicht passt. Das sieht gut aus. Vor allem, wenn er sagt, verbinde die Punkte. Da fehlt halt noch was. Ja, wenn ich den hier mache, dann haben wir das da. Aber irgendwie passt es mit dem hier nicht. Wieso habe ich hier so groß? Komme ich vielleicht... Ah, ich kann den da mit dem unteren machen. Oh, Moment. So einmal. Und dann ist der rechte wohl noch ein bisschen falsch. Weil wir den auch auf den unteren haben. Ah, dann kann ich die zwei wohl so zusammen machen. Du hast es. Okay, sehr schön. Okay, probieren wir es mal. Sesam, öffne dich. Falscher Schatz. Schöne Aussicht, aber kein Schatz. Aber da siehst du die Kreuze? Ja. Hey, ist das eine Höhle? Da unten? Ja, ich glaube, Avery will uns sagen, wo es als nächstes hingeht. Es gibt hier aber ein Problem. Wenn wir hier lang zurückgehen, müssen wir zur Kathedrale. Und zurück zu Rafe. Mist. Na dann, lassen wir ihn nicht warten. Ja, oder wir probieren dran vorbeizuschleichen. Wenn es möglich ist. So, wir sind von hier, glaub, gekommen. So, ich hoffe, die sind jetzt nicht oben. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass oben beim Friedhof jetzt ein paar Leute sind. Oder die empfangen uns hier richtig schön, wenn wir hier gerade rauskommen. Hören tun wir mal nix. Alter, wie ist der hier so schnell rausgekommen? Ich mich verarschen, hier geht's auch gleich so in Deckung, wie als wären irgendwelche da. Ist. Die haben das Tor da oben geöffnet. Aber gut, da müssen wir durch. Okay, hier nach. Okay. Nichts. Meinst du, wir haben Besuch? Schön wär's. Der Sturm hat die Funkgeräte zerstört. Die sind quasi nutzlos. So, Dynamit haben wir eigentlich noch genügend. Ich kann nicht so weit werfen. Der ist ja mies. So, Moment. Direkt an seinen Fuß. Bäm. Sehr schön. So, aber jetzt ist die Box, glaube ich, leer. Können wir hier rüberklettern? Könnten wir theoretisch. So, jetzt kommen wieder ein paar. Okay, Kollege, aufpassen. So, wo läuft der hin? Bisschen von der Gruppe weg, aber der hinten könnte uns sehen. Ganz ruhig. Oh, der ist wieder so schön an der Klippe und ich kann nicht hin. So, hilft er uns ein bisschen oder? Es sind ja drei. Oh, der eine gerade. Ganz knapp vorbei. Das hat er nicht mal mitbekommen. Sehr genial. So, der hier. Auch sehr knapp. So, meine Freunde. Oh, da oben scheint er. Ich
die Kante runterstoßen. Oh ja, jetzt. Und weg da! Guten Flug! So. Schon mal ganz gut aufgeräumt. Der eine kommt vielleicht ein bisschen runter. Wieder. Irgendeiner war hier unten unterwegs. Aber die am Tor stehen hier richtig gut. So, wir können uns ja mal langsam nach vorne arbeiten. Ich frage, ob das Dynamit immer wieder neu dazukommt oder nicht. So, kommt er so zu uns? Ja, ich glaube ein bisschen weiter weg. Ah, da ist schon wieder einer. Oh, der jumpt hier runter. Obwohl, gar nicht mal so schlecht. Wenn er jetzt hier durch den Torbogen kommt, können wir es drauf fallen lassen. Aber irgendwie sieht es nicht so aus. Das war knapp. Der geht irgendwo anders schön lang. Da hinten ist einer. Hier sind, glaube ich, gar keine auf der linken Seite. Kommt der jetzt mal oder nicht? Oh, verdammt. Hat nicht so geklappt. Wie ich das wollte. So, an das Fenster komme ich gar nicht nach oben. So, geh mal zur Seite, Bruder. Oh, da hinten ist nochmal einer. Warum ist es so langsam? Ich würde jetzt gerne darüber klettern, dass wir die von der Kante immer ziehen können. Da, der eine ist noch nicht markiert. Oh, ich bin irgendwie in meinem Bruder drin. Und hänge an ihm dran. Oh, wie viele? Das sind nochmal zwei neue. Guck mal, wie die alle hier stehen. Oh, war das ein guter Wurf? Oh, zwei. Jetzt rennen alle irgendwie so ein bisschen weg. Ist ein bisschen problematisch, weil sie sich jetzt wieder ein bisschen anders verteilen. Mal gern darüber. Aber der eine. Ah, jetzt kommt der hier rüber, gell? Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen auf den hier. Okay, er geht wieder die Leiter hoch. Oder Treppe. Die gehen hier runter. Oder? Bestimmt weg. Okay, dann einmal so halt. So, hier haben wir die Wiese. Ah, jetzt geht der wieder hier nach oben. So, jetzt wären wir an der Kante, wo wir eigentlich mal hängen wollten. Auf der linken Seite haben wir niemand. Irgendeine wurde markiert. Okay. So, nimm ihn doch! Gibt's ja gar nicht. Tschüssi. Oh, von links irgendwo. Mann erledigt! Mann erledigt! Hä, wir haben die Dinge jetzt gesehen. Komm her! Ah, der eine auch jetzt hier. Der ist hinüber. Der hat uns irgendwie auch so ein bisschen entdeckt. So halb. Oh, der von links ist schon ein bisschen übel. Ah, wenn die jetzt hier runtergehen. Es ist übel, dass sie jetzt ein bisschen bei uns im Rücken hinten rumlaufen. Aber hier haben wir ein bisschen Deckung. Müssen nur aufpassen, wenn sie da vorne wieder hinlaufen. Jetzt kommt einer. Aber geht nicht in unsere Richtung. Jetzt ist da drüben einer.
Und wenn ich da bin, geht er wieder weg. Gibt's ja gar nicht. So, wo läuft der entlang? So einmal. So, wo? Der da? Ja. Schrotflinte ist jetzt nicht so das üble Problem. Jetzt geht der wieder dahin. Frage, ob ich so halt einfach reinlaufen kann. Nochmal rein. Habt ihr den noch nicht gesehen? Okay. Hier kann ich, glaube gar nicht so hochklettern. Kann der mal weggehen? Da oben, der nervt. Jetzt wird der eine hier richtig gut stehen. Jetzt kommt hier wieder einer runter. Lauft aber Innenraum. So, hier kommt einer. So. Oh. Komm her, komm her. Mein Bruder, bleib mal still hier. So, ganz ruhig. Dass ich hier nicht hochklettern kann, ist mies. So, hier gehen sie wieder ganz hinten entlang, okay. Was war? Nichts, Bro. Alles sauber. So, ah, hier kann man die Treppe nach oben. So, ah nein, verdammt. Einmal gesehen, okay. Einmal die AK raus. So, die wissen aber gar nicht mehr, wo ich bin. So, den einmal schön erledigt. So, hier schön hinterher. Oh. Der war auch knapp. Finde ich mich gar nicht. Guck ich ja gar nicht in meine Richtung. Wo gehst du hin? Gibt's ja gar nicht. Rennt da vor mir weg. So, jetzt sind wir hier oben. Können einmal über die Balken rüber. Hier kann man noch hochklettern irgendwo. Da hinten in der Ecke blinkt nix. Ich glaube, wir müssen ja hier entlang, gell? Oh, ouch. Das war ein bisschen sehr weit runter. Zwei rennen hier, glaube ich, noch rum. Da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Sie sind schön beieinander. So, komm, erledigen wir den hier auch noch. Gleich einen entdecken oder so. Oder auch nicht. So, jetzt sollte alles sicher sein. Und wir können einmal in Sicherheit nach oben. Hätte besser laufen können. Hey, wir leben noch. Das muss reichen. Öffnen wir einfach das Tor. Jo, einmal wieder hier durch. So, na dann, ab nach oben.